Ich glaube, man muss einfach verstehen, dass die deutsche Öffentlichkeit seit 30 Jahren mehrheitlich der festen Überzeugung ist, es gäbe keine Kriege mehr. Oder jedenfalls keine Kriege, die uns etwas angehen. Und wenn es Kriege gäbe, die uns etwas angehen, dass es dafür keine militärischen Lösungen gibt. Und ich glaube, es ist jetzt die Aufgabe der Politik auf allen Ebenen, der Gesellschaft, damit übrigens eingeschlossen die Wirtschaft, die hier eine ganz zentrale Rolle spielt, zu sagen, dass es in dem Krieg Russlands gegen die Ukraine auch um die Zukunft Europas, des Westens und eigentlich einer regelbasierten Weltordnung geht und dass wir sehr wohl militärische Mittel zur Verfügung stellen müssen, damit die Ukraine diesen Kampf gewinnt und dass uns das etwas kosten wird, dass es aber uns das wert sein sollte, weil wir eben nicht nur die Ukraine verteidigen, was wir auch tun sollten, sondern auch uns selbst.